Guten Morgen. Die Nacht und heute, also es ist schon wieder Action pur hier. Der Teddy ist richtig doll dünn, Pfiffi. Gucken wir mal, ob es vom Stress oder von Hormonen oder sonst irgendwas ist. Müssen wir das beobachten. Es ist eine Katastrophe. Um 3:44 Uhr war Diabolus auf der Matte und wollte was essen, weil sie beiden gestern nicht viel gegessen haben. Also Abend, das Abendbrot stand in beiden nicht an. Toll. Oh ja, anstrengend, sehr anstrengend. Also im Moment ist hier, wir haben hier ein Kleinkind. Und dadurch, dass die Tür ja zu ist, kratzt er immer an der Tür, er will immer rüber. Kann man ja nachvollziehen. Er will nicht alleine sein. Wenn jemand hier ist, ist kein Problem, aber wenn er alleine hier ist, wir haben schon Entspannungsmusik angemacht die Nacht, ja. Also, egal. Ab heute wird hoffentlich alles besser. Nur sein Dünnpfiff müssen. Er wurde gerade geduscht. Oh, zum Glück ist Daniel noch da. Er hat jetzt spät jetzt die Woche, was ich gar nicht unbedingt begrüße, aber gut. Ist dann so. Ich mache gerade die Matte von dem Katzenkloster, weil er das schön rausgekeckert hat. Tolles Thema, ich weiß. Ach ja. Deswegen habe ich es auch bloß gesehen. Es ist eine Katastrophe. Gleich fange ich hier an zu arbeiten in 7 Minuten. Haben wir schon alles hingestellt. Natürlich wieder hier. Aber es. Ja, die nasse Füße. Ach ja, so ist das. Ja, geben wir noch ein bisschen was Frühstück. Gute Idee. Doch nicht? Also aufregend. Geräusche. Oh nein. Ja. Wir werden sehen. Zumindest hat er keine Vermietung, dass er noch später kommt, sondern ist dann nach dem Arbeiten gleich wieder zu Hause. Tap. So, ich habe mich gerade mal arbeitssuchend gemeldet beim Arbeitsamt. Also für Februar. Ne? Und dass alles eine Richtigkeit hat. Ich brauche doch gar keine Unterlagen oder sowas wirklich, sondern nur alles möglichen Angaben. Und jetzt habe ich mir Terminanfrage gemacht für Beratungsgespräch, gibt sogar per Video. Was ist denn da los? Was ist in den letzten Jahren passiert? Das nervt mich trotzdem, ne? Das nervt mich trotzdem. Ich hatte heute auch noch mal ein Kursgespräch mit meiner Mini-Chefin. Also, ja. Es flossen wir drehen, sagen wir es so. Also hinterher, ich dachte, das kann nicht wahr sein. Das kann einfach alles nicht wahr sein. Egal. Gucken wir mal, was passiert, wie es weitergeht. Ich habe heute Spirituals ausgelesen, endlich mal. Ich muss das nur die Rezension dazu schreiben. Mal gucken, ob ich das schaffe. Und lese jetzt hierin weiter. Eigentlich auch so ein Wochenendbuch, ne? Aber ich habe noch nicht viel gelesen. Es klappt einfach gerade alles nicht so gut. Es ist alles ein bisschen schwierig. Und was, Frühstück? Achso, Daniel ist auch schon zu Hause. Der ist früher nach Hause gekommen, weil er den Kohleintopf nicht Sehr vertragen kann. ruhig. War vielleicht ein bisschen viel Kohle im Eintopf. Ja. Ich bin nicht gemein, ich erzähle nur die Fakten. Für die Fakten kann ich nichts. Was hast du jetzt da für einen Cola-Dinger? Currywurst. Wieder mit Cola? Nee. Nein. Es gab ja von Curry Keine King. Cola-Wurst. Curry King mit Cola. Hä? War das lecker? Ja, aber hat man nicht so rausgeschmeckt, Hat die man nicht Cola. rausgeschmeckt. Also ich wusste nicht, ob es Coca-Cola ist oder Pepsi. Nee, ist klar. Oder auch die gute von gut und günstig. Na, Also. die River Cola. Ja, stimmt, war keine Kohlensäure drin. Oh nein, ey. Herrlichst hier. Die andere liegt drüben in der Mulde. Die liegt hier in der Mulde, aber das ist Muldentag. Aber sowas von. Die war gestern schon kurz in der Mulde drüben. Also ich weiß nicht, wie lange. Erst kurz, als ich mich gesehen habe, wieder rausgehüpfelt. Das ging ja schon Weilchen da drüben. Gespielt haben wir auch schon. Ja. Teddy hat immer noch Dümpfiffi. Also weiß ich nicht, er war jetzt nicht mehr auf Toilette, aber ihm Ja, geht's nicht fühlt so sich heute gut. nicht Ja, so. schon Hat aber gestern nicht. getrunken, ein bisschen Aber schon gefressen. gestern nicht so gut gewesen. Ne? Na, mal gucken. Alles ein bisschen schwankend gerade. Liegt wohl daran, dass er den Trockenfutter verträgt. Jo. Hat mein Sohn nicht direkt kommuniziert. Nie. In der Anzeige zwar, aber hinterher hieß es, er kriegt einfach nur keins. Ja. Naja, jetzt Echt wissen so. wir's, weil er reagiert genauso wie Diablo auf Trockenfutter.
Das heißt, Teddy wurde heute Morgen geduscht. Habe ich aber schon, glaube ich, erzählt, ne? Dass er geduscht Aber er wurde. mag Wasser. Er mag Er mag Wasser, hat er kein Problem mit. Ist doch gut. Nur mit nur rumrubbeln Naja. an Füßen und Intimsphäre, das fand er nicht so toll. Wer merkt denn das schon? Ja. Aber Genau. Wasser an sich war kein Problem. Und morgen darfst du einen Homeoffice machen, stell ich mir so was vor. Nur weil du den Kohleintopf oder öfter Kohleintopf essen darfst, auch einen Homeoffice machen. Nein. Hat einen anderen Kohl genommen. Irgendwie war der wohl nicht so gut. Also, ich habe damit kein Problem. Ihmchen ist ein bisschen empfindlich bei solchen Sachen. Ist wohl ein Würstchen. Guten Morgen. Ich frage mich gerade, wozu ich mir morgens überhaupt einen Wecker stelle. Brauche ich aber nicht. Heute war es zumindest kurz vor 5. Oh. Trotzdem zu früh. Aber gut. Schauen wir mal. Sitze ich hier und Teddy will immer noch kratzeln. Weil die Arme wuschelt dahinter rum. Er hat vorne rumgedrückt, deswegen ist Teddy wach geworden. Ist ja richtig super hier im Moment. Weil das gestern nicht geklappt hat, was wir uns gewünscht haben, was gestern schon funktioniert. Ich hoffe, dass es heute kommt, habe ich glaube ich erzählt, oder? Das muss, sonst drehen die Kinder weiter einfach irgendwie mit. Da muss etwas passieren auf die Zusammenführung hin. Aber das klappt nicht so. Wir möchten nicht einfach nur die Tür aufmachen und gucken, was passiert. Das hatten wir jetzt zweimal, das war nicht gut. Okay, am ersten Mal. Beim zweiten Mal auch noch. Aber das möchten wir jetzt nicht nochmal so in der Form. Und deswegen warten wir darauf, dass hoffentlich heute was geliefert wird. Das wäre sehr gut. Teddy! Moment. Wir haben die beiden jetzt mal getauscht. Ich auch immer noch nicht wissen, ob das nachher mit dem anderen Plan funktioniert, der gestern schon mal gescheitert ist. Nicht auf unserer Seite, sondern von der Zuarbeit her. So, jo. Jetzt dürfen die beiden erst dann wieder gegenseitig schnuffeln. Ja, bloß im Wohnzimmer, wie gesagt, eher hier. Aber gerade schon bei mir hier drüben. Ja, gucken wir mal. Gegenseitige Gerüche aufnehmen und so. Und er will jetzt sowieso immer hierher. Klar, die möchte auch rüber, aber er kennt das hier ja nicht so wirklich. Außer von den paar Mal, wo er die auch durch die Gegend gejagt hat, sonst war er ja hier noch nicht. Genau. Deswegen machen wir es jetzt erstmal. Danke an das Homeoffice. Und ja, dann geht nachher wieder getauscht. Was soll man dazu sagen, ha? Huh? Ja. Aha. Lass bloß meine Bücher drin, bitte. Das wäre ganz toll, wenn du nicht randalieren würdest. Wäre das wirklich grandios. Ich bin mir noch nicht sicher. Ja. Ich sehe schon, du machst Blödsinn. Oh, er hat fertig geblödsinnt. Ich filme halt mal ein bisschen mit dem Handy. Die Kamera liegt drüben, ich habe keine Lust, sie zu holen. Schon ist alles viel entspannter. Liegt es hier neben mir auf dem Teppich. Ja, da sieht es aus wie, weil die Diablo hinter war, ich sie hervorgezogen habe. Die Cricket wurde auch schon benutzt. Ich habe es ausprobiert, es hat funktioniert. Ach, dem 100. Millionen Versuch. Egal. Ja, denn heute, für euch schon vor etlichen Millionen Jahren gefühlt, ist ja der nächste Launch. Ich musste da ein bisschen was fertig machen. Ich werde Sticker selber machen. Das finde ich sehr schön. Und dann seid ihr auch schon fertig. Ich gucke mal, dass ich euch das nachher mal alles irgendwie zeige, was er schon längst, seit wahrscheinlich einer Woche oder so, wenn ich nur irgendwie Versatz drin ist. Ich weiß gerade gar nicht. Ich war mal auf einer Woche, aber da ich 2 Tage nichts machen konnte, kein Video schneiden, kein nix, kann sein, dass wir ein bisschen hinterherhänge. Wenn sie mich dann wieder Tage zusammenschneiden können, weiß ich nicht. Aber ja, seit einer Woche circa könnt ihr das schon beim Shop kaufen. Von einigen Artikeln gibt es nur wenige. Von einigen Artikeln habe ich jetzt beschlossen, bis wir dann gesagt, macht es so. Gibt es dann unbegrenzt quasi. Ich werde sie dann erstellen, wenn es soweit ist.
Das heißt, man kann sie ja bestellen, wenn eigentlich nichts mehr da ist. Sie seht ihr aber nicht, also das ist einfach bestellbar. Wird auch bei den Stickern so sein, zum Beispiel. Sodass ich die wenigsten Sachen noch vorab anfertige. Genau. Von manchen Sachen werde ich vielleicht noch was anfertigen. Ich meine, die Häkellesezeichen muss ich gucken. Auch da wird wahrscheinlich nicht alles sein. Aber die Schneeflocken-Häkellesezeichen, die gibt es auf jeden Fall nur begrenzt. Ich habe keine Wolle mehr. Ich habe die auch alle aufgebraucht. Man kann bestimmt noch mal neue Wolle kaufen. Dann sehen sie bestimmt wieder anders aus. Weiß ich nicht. Werden wir sehen. Genau. Das Einzige, was ich bestellt habe, sind die Papplesezeichen. Die kann ich nicht selber machen. Die möchte ich nicht selber machen, weil die Qualität immer besser ist, wenn man sie bestellt. Genau. Aber das ist das Einzige, was ich dann noch bestelle. Momentan. Für diesen Launch. Genau. Wie gesagt, zeige ich nachher mal, wenn ich Feierabend habe, habe ich gerade Pause. Und ja, mal gucken, wann wir die beiden wieder tauschen. Wir kriegen nachher auf jeden Fall das, was wir brauchen für die weitere Zusammenführung, was schon mal sehr gut ist. Bin ich sehr gespannt drauf, oder wir beide sind sehr, sehr gespannt drauf, wie sie darauf reagieren. Und zwar spätestens dann müssen sie wieder getauscht werden. Die Katzen in ihrer jeweiligen Territorien. Ja, wird schon. Die haben aber eben ganz entspannt im Kratzbaum. Daniel darf ihn nicht anfassen. Immer da gerade wieder ein bisschen Panik, weil er immer mit ihm Quatsch macht. Ne? Irgendwelche Sachen, Ohren einsprühen, Ohren, Bauch einsprühen, was weiß ich, alles Mögliche einsprühen, weil er immer irgendwelche Sachen hat. Deswegen ist er von Daniel einfach nur genervt. Von mir hat es zum Glück keine Angst, weil mir ist alles super. So, jetzt mache ich immer gleich wieder weiter, denn Pause ist fast vorbei. Von daher, let's go! Ein paar Sekunden später und die Katzen sind wieder getauscht. Die Arme wollte wieder rüber. Und Daniel war nämlich gerade hier und wollte rüber und die Arme stand schon an der Tür. Da ist er. Ja. Jetzt riecht es alles wieder anders, weil ich immer anders war. So was Doofes. Ja, also sind sie jetzt wieder rüber. Teddy kann mir zum Glück ganz normal greifen und da passiert gar nichts, er macht nichts und überhaupt. So, jetzt packe ich immer sein Futter wieder hinten. Das haben wir nämlich weggenommen von beiden. Lustig ist gerade, beide erstmal essen. Essen, essen, essen. Was für eine Aufregung. Teddy drückt mehr hier, beide essen erstmal was. Das ist alles so aufregend. Ich habe mir jetzt hier mit die große Kamera gekrallt. Er liegt da oben und Daniel ist weg. Keine Ahnung, wo er ist. Frag mich nicht. Ich wollte gerade was erzählen, aber hier ist einfach nicht da. So, jetzt hat die Kamera wieder. Muss ich nicht mit dem Handy filmen? Ah, ist ja doch schon ein bisschen besser. Ja, nee, keine Ahnung. Vielleicht kommt auch jetzt schon die Lieferung, auf der wir die ganze Zeit warten. Oh, was ist das? Ziehen da welche ein? Ach, ich merke es was, ja, ne? Das ist irgendwie schon wieder. Nö, ist das Autofokus, alles klar. Stellt sich ja gerne mal die Kamera mit Autofokus, manuellen Fokus, das Rädchen. Ach, ich keine Ahnung warum. Da kommt kein Mensch ran, aber es verstellt sich immer wieder. Gut, na denn, erzähle ich Ihnen das nochmal später. So, Daniel ist wieder aufgetaucht mit dem Teilchen, was wir erwartet haben. Und ja, das muss er jetzt noch fertig machen. Und dann zeigen wir euch nachher, was wir hier Gesundheit, was wir hier vorhaben, um den beiden die Zusammenführung etwas zu erleichtern. Das ist ein Krampf hier. Ich bin sehr froh, dass wir das erste Mal erleben. Ich hätte es eigentlich gar nicht erleben wollen. In den beiden Male war das ja super. Also das letzte Mal sowieso super entspannt. Davor mit mir und Jana war das ja ein Träumchen dagegen. Ein Träumchen. Haben es aber beide nicht so vorgestellt. Gut. Es wird besser, man merkt es auch, sie werden beide ruhiger und die Angstaugen sind weniger bei beiden. Das ist schon mal viel wert. Von daher wird das schon werden. So, ich habe jetzt gleich eine halbe Stunde Feierabend. Ja, gucken wir mal. Randale. Ich mach da mal hier weiter. Entschuldigung, ich habe euch nicht vorgewarnt. Danke fürs Basteln. Ich habe ja gesagt, da muss noch was gemacht werden. Ich habe noch nicht gesagt, was es wird. Das wird hier so ein Netzgedingsi, was wir dann in diese Tür klemmen können. Genau, eine Tür haben Und mit Netz. genau, damit die beiden sich ein bisschen besser annähern können.
Und in Hoffnung, dass das dann funktioniert. Stimmt's, Teddy? Ja. Ha. Ja, aber ich denke mal, bisher sieht's ganz gut aus. Ne? Mhm. Tauschen dann auch, wenn das funktioniert. Er ist jetzt ruhiger da oben. Zum Glück. Das war schon ein bisschen anstrengend teilweise. Quatsch. Ach, so laut. Oh Mann. Naja, dann bastel mal. Ich muss dir gleich wieder helfen, wenn er auf der anderen Seite ist. Ne? Oder brauchst du meine Hilfe überhaupt noch? Boah, guck mal. So. Das Netz ist drin, das Gitterding-Sie. Er hockt da, der Stecker ist noch nicht wieder drin. Der bleibt ja in die Flucht ergriffen. Hier ist sein Futter. Er bekommt auch sein Futter. Gucken wir mal. Das wird nicht einfach. Ich habe da noch ein bisschen viel Angst. Simmer, Freundchen, hallo. Lass mal. Nimm nicht alles auseinander, bitte. Ja? Ja, du kriegst gleich was zu essen. Doof, wenn du das siehst, ne? Ja, warte. Warte, 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 warte. Teddy, hey. Hallo. So, ist er wieder abgedeckt. Unten kann man durchgucken. Oben können wir was durchreichen. Ja. Die Abel hockt jetzt da hinten. So. Was mache ich jetzt? Keine Ahnung. Lass mal ausruhen. Das kann noch eine Weile dauern. Ach Mann. Na ja, mal gucken. Wenn die haben sich das erste Mal wieder gesehen, ne? Nach dem ganzen Chaos, die haben es nur gehört und geschnüffelt. Gesehen, nicht wirklich. Durch die Tür. Mit dem. Da ist er wieder. Mal gucken. Springt da auch hoch und alles. Also. Los hier. Hallo. Ja. Ja, nicht alles kaputt machen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, ich habe den Vlog geschnitten für heute. Der speichert gerade und ich habe die neueste Neuigkeit noch gar nicht erzählt. Daniel darf die ganze Woche Homeoffice machen. Yay! Das ist sehr schön. Ich fahre diese Woche auch nicht ins Büro, weil ja ab morgen gestreikt wird. Und ich sowieso gerade keine Nase da sehen möchte im Endeffekt. Also ja, ehrlich gesagt habe ich da keine Lust gerade drauf. Ja, mal gucken, wie es weitergeht. Oh, mir ist so kalt, verdammt nochmal. Ich bin den ganzen Tag schon richtig heiß. Ich habe schon Socken von Daniel an, weil man, oh, die sind so toll warm. Die sind nicht wärmer als meine, aber okay. Ist einfach generell gerade irgendwie ein bisschen lausig. Aber gut. Jetzt gibt es erstmal Kaffee. Daniel macht gerade welchen. Und der Lunch heute Abend ist auch alles fertig. Alles schnicki. Kann losgehen. Ich bin gespannt. Ich habe die ganzen Buchschnickschnack-Videos noch gar nicht geschnippelt vom letzten Jahr. Aber gut. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Ja. Da muss ich auch mal gucken, wie ich das alles in Einklang bringe. Aber im Moment ist einfach nur alles chaotisch. Es ist sowieso alles anders geplant. Von daher. Der Post für nachher ist fertig, dass es eben online ist alles. Das ist fast alles, was ich dafür gemacht habe. Nicht viel. Das heißt, der Launch wird garantiert ein riesengroßer. Ich glaube nicht, dass nachher jemand irgendwas bestellt. Kann ich mir jetzt nicht vorstellen, bei der wenigen Werbung, die ich gemacht habe. Wir werden sehen. Schauen wir einfach mal, lassen wir uns überraschen und dann gucken wir mal. Oh, es ist kalt. Übermorgen hat meine Mutter Geburtstag. Also wir sind aber erst eingeladen am Samstag. Die feiert ja zweimal. Ja, das heißt, wir sind am Samstag dann beim Chinesen. Mal gucken, wie das nicht Mittagsmenü schmeckt. Ob das genauso schmeckt wie das normale. Wie das Mittagsmenü. Das normale genauso schmeckt wie das Mittagsmenü. So. Ja. Kalt. Einfach nur kalt. Jawohl. Oh Gott, ich will. Oh. Ja. Genau. Ja, liegt wieder schön auf dem Bett. Ich habe schon mit ihm gekuschelt vorhin eine ganze Weile. Der ist also wieder entspannt, hat auch schon Mittagessen gegessen. Wobei es ja fast wieder bald, naja, noch nicht ganz Abend gibt es ja. Noch ein Momentchen hin, noch ein paar Stündchen. Aber ja, das wird schon, das wird schon. Nur ganz langsam, ganz langsam. Das ist das mal irgendwie Zeitlupentempo geführt. Und ich bin auch so ungeduldig, was das betrifft. Und bin so empfindlich, was das betrifft. Ach, egal, es wird schon.
Es muss ja werden. Geht ja gar nicht anders. Zumindest ist Teddy nicht mehr so aggressiv Diablo gegenüber, wenn er ihn sieht. Auch schon mal schön, dieses am Anfang, gerade den ersten Block, wo Teddy mit auftaucht. Da war ja dieses dieses ganz komische Mauzen, was ja später nochmal schlimmer wurde. Das ist ja nicht mehr. Das ist ja nur noch ein normales Mauzen, was er da macht. Das ist ja schon mal gut. Und ist auch erstmal weggelaufen. Kaffee? Nee. Ich dachte gerade.